Hallo Freunde, zum dritten Part von Blaze und die Monster Machine. Ja, eigentlich hatte ich das schon mal vorab genommen. Wir sind ja eigentlich Trophäen, sind Tempo alle hier. Hausen. Tempo hab eigentlich habe ich alle Trophäen geholt. Hab's eigentlich schon vorab genommen, aber wie gesagt, ich hatte immer das Problem mit meiner Platte. Festplatte, die wollte nicht. Jetzt habe ich mir das jetzt so noch, muss ich jetzt noch mal aufnehmen. Ja, heute machen wir die Insel der Tiere. Ja. Und los geht's. Einfach. Machen wir mittelschwer. Machen wir mittel. Stripes. No. Ich will hier mit Blaze. Ich hab's eigentlich, wie gesagt, schon aufgenommen. Aber leider hat es mir ja das Festplatte nicht geholt. Und jetzt mache ich es wieder mit Blaze. Na, schauen wir mal. Also, let's go. 0 Grad Celsius? Hey, das ist die Temperatur, bei der Wasser gefriert und zu Eis wird. Vulkanbrumm. Ja, wir können jetzt noch. Ja, ich sag, ich hatte es ja wie gesagt schon mal aufgenommen, aber meine Festplatte wollte, meine externe Festplatte wollte es ja nicht zulassen. Dachte, ich könnte noch diese Datei noch ein bisschen retten, aber ja. Das ist ja wie gesagt eigentlich ein Nickelodeon-Spiel. Eigentlich von Nick Junior. Ich hatte das jetzt einfach mal nach abnehmen. Wie gesagt, die ersten Parts hatten sie ja. Konnte ich ja in dem Sinne nicht mitnehmen. Ja! Ihr wisst ja, dass ich auch mal bei der Map-Vorstellung ein bisschen Probleme hatte, ja. Das habe ich ohne Tod habe ich natürlich gemacht. So schnell! Das habt ihr ja sicher gesehen. Drück auf die Tube! Also es tut mir auch leid, dass ich jetzt beim Let's Play, also bei der Map-Vorstellung, ohne Tod hatte. Ich hoffe, das kommt nicht so schnell vor, aber vielleicht dann schon, aber ich weiß es ja nicht. Speed-Modus! Ich hoffe, jetzt, dass es nicht so schnell vorkommt. Ja. Tut mir auch leid. Ja, dann machen wir noch die letzte Runde und dann machen wir noch eine Runde Ding. Noch schnell. Ja. So schnell! Dann machen wir noch eine Runde auf. Also, ja. Aber es ist einfach knapp. Haben Sie schon im ersten Part angesprochen? Noch oder beim letzten Part? Aber ich glaube, was habe ich auch schon mal ein extra Video hochgeladen. Da habe ich ja schon gesagt, eigentlich ein Witz. Weil Blaze ist ja der einzige Monster Truck ohne, also mit Fahrer. Ich glaube, neben, es gibt noch glaub, die Blitz. So schnell! Weil jetzt auf dem zweiten Platz ist. Sie hatte, glaube ich, auch einen kurzen Fahrer. Aber es geht ja nur mal, wie gesagt, jetzt der Junge und das Mädchen, die Mädchen, wo dann da repariert, wo die Reparaturen durchführt und
er als Fahrer. Aber Blaze ist der einzige ohne Wolke mit. Er kann auch ohne fahren, glaube ich. Ach. Gott sei Dank, es schon gegeben. Aber immer lustig. Crusher. Ist immer der, der Mokel. Aber er kriegt jedes Mal aufs Maul. Also, jeder Folge. Ich habe ein bisschen reingeschnuppert, ja. Aber jeder Folge, wenn er mitspielt und Rennen macht, verliert er. Crusher verliert immer. Er verliert immer. Schmelzen nennt man es, wenn etwas Festes so heiß wird, dass es zu einer flüssigen Pfütze wird. Er verliert immer. Küste. Er hat immer verloren. Immer. Egal welche Folge. Immer verliert er. Egal wie viel das er mogelt, aber immer aus dem Hintertäschchen irgendwas. Mit so einem komischen Roboter und ich frage so, Alter, wie willst du das reinpacken? Wenn irgendwie so digital hat, wird das einfach ein automatisches Ding. Hä? Jetzt so schnell! Hä, willst du das machen? Oder jetzt das Strippers, wie heißt der, ja. Strippers, ja, so weiß doch auch nicht was. Er hat ja vor mir, ist ja ein Tiger. Hä? Wie kann er zum Tiger klauen aus seinem... Aus seinem Reifen machen, aus seinem Nocken. Ja, und ja, weiß ich noch nicht. Tut mir leid. Name Piki. Piki ist denn auch ein Frosch? Drück auf die Tube! Name, wie gesagt, die Elektro. Ding. Ja, wir haben Paares. Carla ist noch ein Cowboy und so schnell! Ich kenne mich ja nicht gut aus. Also es ist unterschiedlich. Es hat ab jedem Monstertag eine Fähigkeit und dann und ich habe gefragt, so was? Ich habe die Namen nicht auswendig. Noch eine Runde! Also, ihr meint, dass die Serie selber geschaut haben, um das zu sehen. Speed-Modus! Er kann sich jedes Mal mit seinen Düsen hinten, wenn ja eigentlich jetzt hier siehst, aber in der Serie siehst du das nicht, dann hat sie ja immer Turbo. Jedes Mal! So schnell! Irgendwie kann er sich in alles verwandeln, Blaze. Egal, ob es jetzt ein Abschnitt-Monster-Truck ist, ob es jetzt ein Kran ist. Irgendwas immer. Also, es geht immer auf irgendwas, wird er immer verwandelt, dass er immer. Auch nicht oder als Auto gibt's auch. Da, warte. Spielbar ist ein Tiger, der eine Watt ist der Dialektik, Piki ist natürlich ein Frosch, Schwasser soll drin sein, ein LKW ähnlich sein, Zack ist ein Triceratops, Taurus, Starla ist dann, wie gesagt ein Cowboy und Dragington soll irgendwie sein, aber kann das ein Superheld sein. Aber wir müssen mal schauen. Recycle nennt man es, wenn man alte Dinge sammelt, damit daraus neue werden können. Wir müssen mal einfach schauen. Rasantes Felsenrennen. Na, das ist der Blaze. Wie gesagt, irgendeiner gibt es danach mal folgender als Roboter. Ey, Entschuldigung, Roboter. Aber trotzdem, er ist auf wie ein Anzug. Hä? Wie ein Anzug.
Ja, im Anzug. Ich hab dich darauf gespiegelt. Ja, im Anzug. Hallo, ja, alle anderen Folgen, das habe ich nur mal reingeschaut. Alle anderen Folgen verwandelt sich in Abschildbogen. Schon. Aber dann kann jetzt. Dann ist das irgendwie aufgebaut. Speed-Modus! Aufgebaut und er hat dann. Ein Auto geht ja dazu schnell hausen. Oder wie es heißt. Und auch hat er auf das Auto wird und deshalb komme ich in ein Rennen mit. So schnell! Muss deinen besten Helikopterfreund ihn aufholen. Hä? Also ab und zu verstehe ich die ganze Serie nicht. Ja, die Maschinen, aber trotzdem. Da sind Maschinen, aber trotzdem. So schnell! Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal auch gesagt, cool wäre eigentlich eine ganze Story dahinter. Ja, man kann natürlich sagen, ja, sie wollten jetzt bei diesem Game mal austesten und dann kommt. Aber wenn sie wirklich nochmals das Spiel rausbringen in einer anderen Form, dann würde ich schon wünschen, dass es wirklich eine Story dahinter hat. Ja, morgen 2 oder mir auch noch. Mal noch und das ist ein paar Western. Morgen, es gibt ein paar. Jetzt kommt sicher mal. Aber morgen hat er auch keine Story. Ja, morgen ist, kenne ich von meiner Kindheit. Ich finde morgen mega lustig. Das spiele ich dann auch mal noch. Zurück auf die Tube! Aber Morgen ist von meiner Kindheit. Deswegen finde ich Morgen so lustig. Ich glaube, es haben 3, 2 DS. Ich bin lustig, kann man wieder so runterschießen. Schnell. Aber wenn, ja, aber dann wird sich einer gehen, die hat Morgen, dann darf man auch keine Story nehmen. Das brauchst du ja nicht. Das ist doch total lustig. Es sind ja insgesamt 23 Spiele. Wir können ja morgen K2 spielen. Wir könnten auch, wie sagt man? Gibt es Original, Remake, Remaster auf der PS5 spielen. Aber mir bringt es ja nichts. So schnell! Es gibt schon ein paar Morgenspiele auf dem PC und die hole ich mir selber so. Und es geht. Wir haben so viel auf dem Morgenspiel auf dem PC, wie es geht. Turbo schnell! Am Morgen bin ich einfach lustig. Ich muss mir selber auch mal auf dem PS4 spielen. Ich will mal schauen, wie da die Trophäen sind. Das ist immer einen lustigen Livestream. Und das mit dem Joystick. Kann noch nie mit morgen auf dem Joystick. Ich habe ja wie gesagt mal auf dem 3DS. Noch eine Runde! Aber das ist aber ein bisschen doof, weil der L-Stick, das hatte ich übrigens nochmal kein Joke. Das wusste ich nicht, dass beim 3DS der graue Knopf als Joy-Con gilt. Also Joy-Con, ja, als L3. Wusste ich nicht. Wusste ich ernsthaft nicht. Kann dir wieder einen komplett schwüssig abfahren. Nein, wusste ich ernsthaft nicht, dass das als Stick gilt. Wusste ich ernsthaft nicht, dass das als Stick gilt. Erst ab dem, wenn ich Minecraft gespielt habe, habe ich gedacht, mal probiere es mal aus. Und ab dort habe ich gewusst, dass das als Stick gilt. Als Stick
gefahren, da hat sich der Wagen immer so nach rechts, links gespielt. Im normalen Kreisding. So schnell! Aber ich wollte nicht, wusste ich gar nicht, dass der zwei Sticks hatte. Da hat immer einer und der andere der graue Stick ist zum Zumachen. Ah. So schnell! Aber egal, jetzt weiß ich's. Kann ich morgen auch so spielen. Ja, vielleicht aber morgen mal eben spielen. So schnell! Ich werde mal morgen mal ein lustiges Livestream-Projekt oder mal ab und zu mal ein bisschen ab und zu. Wir sind super blessed! Als Video. Also, wenn ich morgen K2 hole, wisst ihr. Ich hoffe, sie remastern, also machen wir mal ein komplettes Remake auf der PS4 und auf der PS5. Es gibt ja dann Nummer 1. Es gibt aber nochmal das auf der PS3. Noch. PS5. Aber ich finde das schade. Auch die Grafik finde ich nicht so ab und zu so prickelnd. Um mehr Kraft zu bekommen, müssen wir schneller werden. Denn je mehr Geschwindigkeit, desto stärker die Kraft. Aber auch Rennen ist schnelles Rennen. Das Gefühl, dass das nicht reicht hier. Okay. Aber jetzt, das Spiel war's mit, Freunden. Mit diesem Part. Greifenhausen. Tempohausen. Jetzt, nächsten Part sehen wir uns zum letzten Rennen. Cup. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen fetten Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Video gefallen habt. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu machen, zu verpassen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram, ist mein Titel, mit über den Abonnier-Button. Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ciao, Freunde!